Selbst ungeliebte Trainingseinheiten wie das Auslaufen können Frankfurt die Stimmung derzeit nicht verderben. Es wird viel gelacht über den Erfolg, den aktuellen Lauf, den zweiten Tabellenplatz und über den Masterplan des Aufsteigers. Es gibt natürlich schon einige Erklärungen. Alles kann man nicht erklären. Das ist manchmal auch einfach der Lauf. Aber in erster Linie arbeiten wir dafür und tun alles, dass es so hinhaut. Natürlich wissen wir auch, dass es nicht immer so laufen kann, aber wir sind uns dem bewusst und werden auch mal nach dem Rückschlag nicht die Nerven verlieren. Ja gut, wir als Spieler wissen das natürlich richtig einzuschätzen und wissen, was unser Ziel ist und wo wir auch herkommen. Und deswegen, im Moment ist es alles gut, aber wir müssen weiter hart arbeiten, damit es auch so bleibt. Sensationelle 16 Punkte hat die Eintracht nach dem 6. Spieltag auf ihrem Konto als Aufsteiger und bleibt damit der hartnäckigste Verfolger des FC Bayern München in der Bundesliga. Aber man versucht, bescheiden zu bleiben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir jetzt von der zweiten Liga kommen, dass wir auch einige Spieler haben, die aus der zweiten Liga sind, jetzt wie ich zum Beispiel, und das erste Jahr so richtig in der ersten Liga spielen. Aber trotzdem wissen wir, dass das erste Ziel der Klassenerhalt ist, und ja, mit 16 Punkten ist jetzt noch keiner in der Liga geblieben. Vor 15 Jahren, anno 1997, gelang es einem Aufsteiger das letzte Mal 16 Punkte aus 6 Spielen zu holen, und zwar dem 1. FC Kaiserslautern, und der wurde am Ende dann auch Meister.